Hallo Community, wir sind wieder von Trader Online Video, Julian. Hallo. Und ich, Micha. Und wir unboxen uns durch alle Artikel zu Kamigawa Neon Dynasty und in diesem Video das Draft Booster Display. Viel Spaß. Hoi! Ja, ich muss sagen, ich rufe mich mit der Stimme langsam so richtig ein. Die fängt jetzt ein bisschen rollender, aber ich wechsle mal trotzdem zur normalen Stimme. Tu das, ja. Ja, okay, sonst vielleicht ein bisschen zu strapazierend. Aber wir haben uns so richtig eingegroovt, wisst ihr? Wir haben jetzt schon das Set-Booster-Display geöffnet. Wir haben das Decks gebaut aus den Pre-Release-Packs. Wir haben das Sammler-Booster-Display geöffnet. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt kommt hier das Draft-Booster-Display. Und da spurten wir so relativ durch, weil wir ja in den News schon die ganzen Rares und Mystics besprochen haben, in dem Set-Booster-Unboxing nochmal intensiv auf die gewöhnlichen, ungewöhnlichen Karten eingegangen sind. Genau. Und jetzt geht es einfach um die Ernte. Was picken wir, Leute? Was werden wir ziehen? Aber erstmal geht es in die Verlosung, denn zu jedem Unboxing ist ja von Dragon Shield immer eine Verlosung mit dabei. Verschiedene Hüllensorten haben wir schon vorgestellt. Jetzt ist sie noch übergeblieben zu vorstellen, Jet Matte. Einfach mal das klassische Schwarz. Aber sieht auch ein bisschen nach Cyberspace aus, der Drache hier, ne? Ja, genau. Ja. Passt ja gut. Dragon Shield ist ja ein sehr renommierter, langjähriger Hüllenhersteller, die wirklich super Hüllen machen. Spiele ich selber auch sehr gerne. Und hier sehen wir wieder einfach mal klassisches Schwarz, immer mit so einer leichten Perforierung. Hat eine sehr gute Haptik. Ich habe mal mitgebracht die Auflösung aus unserem Video, die besten Counterspells in Magic the Gathering. Das ganze böse Blau. Schaut da gerne auch nochmal rein, denn ihr habt ja in Neon Dynasty auch wieder Counterspells drin. Und ihr seht hier, so ist die Karte drin. Und von der Rückseite ist natürlich alles hier schwarz, also ist auch alles blickdicht, da muss man sich keine Sorgen machen. Genau. Ne? Ja. Und Dragon Shield hat auch noch viele andere coole Motive wie Harry Potter Sleeves, Game of Thrones Hüllen und so weiter. Also schaut da gerne im Shop nochmal nach. Ja, ihr nehmt an der Verlosung teil, wenn ihr den Kanal abonniert oder abonniert habt, das Video liked und kommentiert. Da wünschen wir euch viel, viel Glück. Aber jetzt geht's um die Ernte. Im Draft Booster, das Display, das ist ja praktisch das klassische Display, wie gestandene Spieler es von früher kennen. Genau. Ne? Da gibt es nicht so viele Lotteriechancen wie bei dem zum Beispiel Set-Booster-Display, wo du ja mehr finden kannst. Dafür haben wir hier klassisch 15 Karten drin, immer ein Rare-Slot, der entsprechend natürlich auch eine sagenhaft seltene Karte enthalten kann. In mehreren Boostern haben wir in gewissen Abständen auch immer noch mal einen Vollslot, der auch noch mal jede Rarität haben kann. Aber hier entsprechend bekommt ihr auch einfach noch mal die größte Schlagzahl an Commons und Uncommons, also an gewöhnlichen, ungewöhnlichen Karten. Und auch die sind richtig gut. Ja. Muss man sagen, also das Set ist so gut designt. Also gerade wenn es euch um eine Vielzahl an Karten geht, kann ich das Pre-Release-Pack absolut empfehlen. Wir werden ja auch das Bundle noch unboxen. Ne, was auch ein super Einstieg mit Aufbewahrungsbox und so ins Spiel entsprechend enthält. Und ja, das Set ist so gut designt. Also wir gehen jetzt hier mal ein bisschen durch. Da seht ihr auch die verschiedenen Designs der Karten entsprechend. Und wo soll ich hin? Ein bisschen tiefer. Ja. Okay, so. Und ich freue mich sehr drauf. Ne? Also ich habe ja schon ein cooles Pre-Release-Deck gebaut. Mhm, ich auch. Ja, ich habe schon gehört, du spielst diesmal blau. Ja? Ach, jetzt hast du schon gespoilert. Eine ganz neue Erfahrung für dich. Ja, ja, es wird spannend. Ich spiele tatsächlich spannend. Blau im Pre-Release. Wird er blau anfangen? Wird es ja eine Beziehung aufbauen zu blau? Nein. Nein. Wir werden sehen. Wir werden sehen, wir werden sehen. So. Geht schon gut los mit dem legendären Land. Sokuzan, Schmelztiegel, Widerstand. So ein Land haben wir in jeder Mana-Farbe. Für Tappen rotes Mana oder Blutzoll für ein rotes und drei und das Land abwerfen. Erzeuge 2-1-1 farblose Geist-Kreaturenspielsteine. Sie erhalten ein bis zu Ende des Zuges die Fähigkeit, das man aktivieren. Für jede legendäre Kreatur, die du kontrollierst, ein weniger. Und diese sehr schicken Länder, da haben wir eins. Ich stehe hier auf. Ja, die sehen super aus. So. Ja, und es gibt einfach so viel, was man bauen kann. Also man kann es toll sammeln, weil wir diese verschiedenen Motive haben. Wir haben viele Karten auch extra nochmal im Manga-Style. Dann einfach dieses, dass Fahrzeuge wieder da sind, diese Cyberpunk-Welt, aber auch mit der Geschichte dahinter, mit den Sagen und so. Es ist ein sehr, sehr komplexes Set.
ist halt eine 180-Grad-Wendung zu Innistrad. Ja, ja, definitiv. Lehren der Kirin, da haben wir die grüne Sage, ein grünes und eins. Auf eins, du mildst drei Karten, erzeugst dann einen 1-1 farblosen Geistkreaturen, Spielstein auf zwei, legende plus 1 plus 1 Mark auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Und dann wird es transformiert in Kirin berührter Orochi, 1-1, Verzauberungskreatur, Ophis-Mönch. Immer wenn der Kirin den Orochi angreift, bestimme eines, schicke eine Kreaturkarte deiner Wahl aus einem Friedhof ins Exil. Wenn du dies tust, erzeug einen 1-1 farblosen Geistkreaturen, Spielstein, schicke eine Nicht-Kreatur deiner Karte deiner Wahl aus dem Friedhof ins Exil. Wenn du dies tust, lege eine plus 1 plus 1 Mark auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Jo. Und Dornwaldfälle, das heißt, wir sehen, wir haben auch, da ist dann so der Landslot, aber es ist dann nicht immer das japanische Artwork-Land. Genau. Oh. Sondern kann auch ein Mehrfachland sein, was ja auch wieder gut ist, ne? Oder vielleicht auch ein reguläres Basisland, wir werden sehen. Wir werden sehen. Muss ich lieber nehmen, ein klein bisschen tiefer einfach so zeigen. So, ich habe mich daran gewöhnt, das immer da abzulegen. So, sehr schöne Karte auch, an der Forscher Zufluchtsort. Jo. Aber wie gesagt, das haben wir alles schon durchgesprochen im Set-Booster-Display-Unboxing. Also schaut da gerne auch nochmal rein. Vor allem läuft ja die Verlosung ja auch noch. Ne? Also entsprechend auch da könnt ihr natürlich überall noch mitmachen. Wie es läuft ja auch noch bis zum Release unsere Facebook-Aktion zu Kamigawa Neon Dynasty. Da hauen wir mittlerweile schon zwei Draft-Booster-Displays raus. Also das, was wir ja gerade öffnen hier. Und wenn die Aktion selber noch genügend Likes bekommt, da fehlen, glaube ich, aktuell noch so 300 Likes fehlen noch. Dann geht noch ein drittes Display raus. Also das ist auch nochmal eine wichtige Information. Macht da gerne auch noch mit. Verschlinger der Tugend. Legendäres Artefakt Ausrüstung für einen Mana. Immer wenn die ausgerüstete Kreatur stirbt, schicke sie ins Exil. Die ausgerüstete Kreatur hält plus 2 plus 0. Ausrüsten ist nur 1. Solange eine Karte, die vom Verschlinger der Tugend ins Exil geschickt wurde, Flugfähigkeit hat, hat die ausgerüstete Kreatur Flugfähigkeit. Das gleiche gilt für Bedrohlichkeit, Eile, Erstschlag, Donnerschlag, Flugsicherheit, Doppelschlag, Flugsicherheit, Lebensverknüpfung, Reichweite, Schutz, Todesberührung, Trampelschaden, Unzerstörbarkeit und Wachsamkeit. Finde ich eigentlich sehr, sehr cool. Jo. So ein Sauger. Saugt die ganzen Fähigkeiten auf. Finde ich einfach von der Idee her sehr, sehr stylisch. Stimmt, ja. Wird der Verschlinger der Tugend immer mächtiger. Ja. Ja. Samurais kann man sich auch... Da geht's da los, guck. Ich ziehe den Messer. Ja, du. Du ziehst vor allem die blauen Planeswalker. Stimmt, ja. Sie muss die Zeichen auch sehen, weißt du? Tesseret, Verräter des Fleisches. Sagenhaft seltener Planeswalker. Zwei blaue und zwei vier Loyalitätsmarken. Die aktivierte Fähigkeit eines Artefakts, die du pro Zug aktivierst, kostet beim Aktivieren zwei weniger. Für plus 1 ziehe zwei Karten, wirf dann zwei Karten ab, es sei denn, du wirfst eine Artefaktkarte ab. Für minus 2, ein Artefakt deiner Wahl wird zu einer Artefaktkreatur. Falls es kein Fahrzeug ist, hat sie Basiswiderstandskarte Kraft 4-4. Für minus 6, du hältst ein Emblem mit immer, wenn ein Artefakt, das du kontrollierst, getappt wird, ziehe eine Karte. Das ist der Artefakt Planeswalker, so als Tipp. Ja. Ja, da ist wieder ein japanisches Land. Ja, aber habe ich einen guten Start hingelegt, ne? Ja. Definitiv ein guter Planeswalker. Das Artwork mag ich. Das ist eine Katze. Ja, ist Katzen. Jeder mag Katzenartworks irgendwie, glaube ich. Ja. Also zumindest ich. Wir müssen das Kaninchen ziehen. Ja. So. Ja, die Artworks sind auch einfach super. Also die, kann man sich auch die Zeit nehmen und sich die in Ruhe nochmal anschauen. Ja. Ne? Verzauberungsdeck bauen, das ist auch nochmal so ein Thema. Da hätte ich eigentlich auch richtig Bock. Boah, Mann, das ist wieder so ein Set, da will ich so viel bauen, weil es einfach so viel mit... Ui. Geiser! Ich habe gerade dran gedacht, ich habe unterschwellig dran gedacht, teuerste Karte des Sets, Leute. Bam! Boseo der Fortdauernde, zumindest aktuell teuerste Karte des Sets. Legendäres Land für grün, aber Blutzoll für ein grünes und eins und die Karte abwerfen, zerstöre ein Artefakt, eine Verzauberung oder ein Nicht-Standardland deiner Wahl, das beziehungsweise die ein Gegner kontrolliert. Jener Spieler kann seine Bibliothek nach einer Länderkarte mit einem Standardlandtyp durchsuchen, sie ins Spiel bringen, danach mischen. Diese Fähigkeit kostet beim Aktivieren für jede legendäre Kreatur, die du kontrollierst, ein weniger. Aber gerade auch in dem Set zu sagen, ich kann ein Artefakt oder eine Verzauberung zerstören, ja, ist schon sehr, sehr stark. Und die Multiplayer Nicht-Standardland ist schon richtig strong. Da ist eine Vollkarte, die kann alle möglichen Raritäten entsprechend haben. Ne? Genau. Ja. Nochmal Land und Samurai. Ja, so, Junge. Hä? Ne? Ja, also, hast du gut gezogen. Hast du gut gezogen. Ja. Muss man den lassen, ja. Jetzt haben wir es auch gezogen, endlich. Man muss ja auch immer erstmal einen Schlag öffnen. Ne? Weil das, ich hab's ist, auch da. Ist das nicht? Oh, super schön. Babybaum. Ich öffne es einfach noch und voll. Alles ja, gut. Okay.
Ja, Magic Booster öffnen ist ja ungefähr das, was man als Magic-Spieler natürlich mit am liebsten macht, neben dem Deckbau und dem Spiel. Prozession des wirbelnden Nebels. Ein blaues und X-Spontanzauber. Zusätzlich kosten den Zauberspruch zu wirken, kannst du eine beliebige Anzahl an blauen Karten aus deiner Hand ins Exil schicken. Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken für jede auf diese Weise ins Exil geschickte Karte 2 weniger. Bis zu X-Kreaturen deiner Wahl destabilisieren sich. Hier steht es dann jetzt drunter. Während sie destabilisiert sind, werden sie behandelt, als würden sie nicht existieren. Jede destabilisiert sich, bevor ihr Beherrscher in seinem... Jede stabilisiert sich, wofür ihr Beherrscher in seinem nächsten Enttapp-Segment enttappt. Da sind die weg und dann sind sie auf einmal nicht mehr weg. Dann sind sie wieder da. Dann sind sie wieder da. Ja. Krass, heftig. Ja. Gruselig. Mhm. Ja. Da kannst du zum Beispiel, wenn die destabilisiert ist, kannst du einen Keks drauflegen. Mhm. Und wenn sie wieder reinkommt, kannst du einen Keks essen. Oh, toll. Ja, super, oder? Oder Gummibärchen. Geht auch. Ja. Ja. Wenn du Karten destabilisierst, willst du ja eigentlich nie machen, weil es ja blau, ne? Genau. Ja, ja, dann habe ich gerade überlegt, dann könnte ich die einfach vom Tisch nehmen und irgendwie in die Ecke werfen und dann kannst du sie nachher wiederholen, wenn sie sich destabilisieren, dann kannst du sie auf den Tisch legen. Also. Genau. Das würde auch gehen, aber du spielst ja kein Blau. Ja, das stimmt. So. Vielleicht ist das auch ein Grund, dass er kein Blau spielt. Ich weiß nicht, ich habe nie drüber nachgedacht. Oh, Anrufung der Verheerung in einem verheerenden Randlos-Artwork hier. Oder nee, das ist ja mit Rand. Das ist wieder ein anderes Artwork irgendwie, ne? Keine Ahnung. Anime-Artwork, sagen wir erstmal. Für 4 und 1, Spontanzauber. Ja, du kannst bis zu 2 Spontanzauber und oder Hexereien mit Gesamtmannabertrag 6 oder weniger aus deinem Friedhof und oder deiner Hand wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Falls die Zaubersprüche auf deinen Friedhof gelegt würden, schicke sie stattdessen ins Exil. Schicke die Anrufung und Verheerung ins Exil. Jo. Richtig böse Schaden machen. Und ich ziehe die Länder. Ein schönes Land, ja. Mhm. Sind ja auch nicht in jedem Booster drin. Die schicken Länder. Ja. Ein Verzauberungsdeck zu bauen. Ich habe auch noch richtig Bock drauf. Das ist dann wieder irgendwie so... Da muss man gucken, ne? Weil wir haben ja so viele Verzauberungen, wir haben ja sehr viele Verzauberungskreaturen auch drin. Ein Mechdeck, ein Fahrzeugdeck zu bauen, boah, ist auch so mit blau-schwarz oder so, auch richtig, richtig böse. Prozession des elenden Kummers, schwarz und X, Spontanzauber. Oberen Teil habe ich gerade vorgelesen, ist gleich wie bei Blau. Die Prozession des elenden Kummers fügt einer Kreatur oder einem Planeswalker deiner Wahl X Schadenspunkte zu und du erhältst X Lebenspunkte dazu. Ach, und nochmal die blaue Prozession als Foil Rare dahinter. Also wir sehen, auch im Draft Booster kann man entsprechend mit ein bisschen Glück eine Doppel Rare ziehen, oder ne, weil wir einfach diesen Vollslot nochmal haben. Ja. Und eine reguläre Insel. Ja, aber allein auch dadurch, dass du diese schönen Full Art Basic Lands hast, das hebt ja auch nochmal den Wert der Edition auch nochmal an, weil die sind ja schon geliebt. Also die wollt ihr ja schon haben. Ne? Also da merkt man schon, die mag halt jeder. Genau. Ja, und das wertet entsprechend natürlich das ganze Set auch nochmal auf. Also das ist schon sehr, sehr gut. Und dadurch, dass es ja auch nicht in jedem Booster drin ist, ist ja auch ein bisschen verknappter. Also insofern erhöht sich da auch nochmal der Wert der einzelnen Karte, der Tauschwert oder der monetäre Wert. So, Ogerkopfhelm finde ich sehr, sehr spannende Karte eigentlich. Für ein rotes und zweier Artefaktkreatur, Ausrüstung, Oger. Ausrüstung, Kreatur hat +2/+2. Rekonfigurieren 3. Das heißt, lege diese Kreatur an eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, an oder löse sie von einer Kreatur. Spiele rekonfigurieren wir eine Hexerei. Solange diese Karte angelegt ist, ist sie keine Kreatur. Jo. Immer wenn der Ogerkopfhelm oder die ausgerüstete Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, kannst du ihn bzw. sie opfern. Falls du dies tust, wirf alle Karten aus deiner Hand ab und ziehe dann 3 Karten. Und das klappt nämlich halt auch, wenn man keine Karten auf der Hand hat. Das ist eine Karte, da muss man eigentlich mal was mit ausprobieren. Ja. Ne? Finde ich richtig gut. Wieder eine Foil. Also wir ziehen ja Foils entsprechend auch, ne? Ja. Also und nochmal Land. Oh. Keine Rare Foil wie ich. Willst du sticheln, ja? Mhm. Immer doch. Mhm. Suppe. Der Hafenkoch. Den kannte ich noch nicht. Wett mit dem Hafenkoch. Wer braucht schon einen Hafenkoch? Schrottschweißer. Ein rotes und 2 Goblin-Handwerker. 3/3. Tappen, opfern Artefakt mit Mana-Betrag X. Bringe eine Artefaktkarte deiner Wahl mit Mana-Betrag kleiner als X aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Sie hält alle bis zum Ende des Zuges. So. Sehr schick auch. Krass. Auch die Tokens finde ich richtig gut. Der Geister-Token fand ich auch richtig gut. Das ist so schnell weggelegt, ich konnte die gar nicht sehen. Du wirst ein bisschen auch nochmal ziehen. Ja, stimmt. Ja, hier sehen wir gerade den Hinweis auf das Ultra Pro-Zubehör. Ich hoffe, dass uns das rechtzeitig erreicht. Ja. Ja. Denn. Wir haben ja gerade da auch pandemiebedingt immer Lieferverzögerungen. Wir informieren euch aber mit einem Video, sobald es dann da ist. Genau. Und auch das wird richtig nice sein. Definitiv.
Sehr gespannt, was sie als Spielmattmotive gewählt haben dann. Ja. Ja. Weil die Artworks sind schon richtig, richtig cool. Stimmt. So. Silberpelzmeister. Da ist sie. Andere Ninjas und Räuberkreaturen, die wir kontinuierlich halten, +1/+1. Und Ninja-Fähigkeiten, Kosmos aktivieren, ein weniger. Superkarte. Stimmt. Wolkenstahl Kirin. Ein weißes und zwei Mana Ausrüstung Kirin, 3/2 fliegend, rekonfigurieren 5. Die ausgerüstete Kreatur hat Flugfähigkeit und du kannst die Partie nicht verlieren und deine Gegner können die Partie nicht gewinnen. Und da ist man ja auch relativ nah dran. Für 3 Mana legst du erstmal, dann ist es nicht mehr so weit weg zu 5 Mana. Ne? Und dann kannst du diese Option auch noch freischalten. Schussbach klippen und sind bereit. Und auch die Doppländer sind ja auch nochmal gut. Also ist schon eine sehr runde, gute, runde Packung. Ich bin auch sehr gespannt auf die Commander-Decks. Ich glaube, die werden auch wieder richtig abliefern. Oh. Fabel vom Spiegelzerbrecher. Ein rotes und zwei. Sage bei 1. Erzeuge einen 2/2 roten Goblin-Schamane-Kreaturen-Spielstein mit immer, wenn diese Kreatur angreift, erzeuge einen Schatzspielstein. 2. Du kannst bis zu 2 Karten abwerfen. Falls du es tust, ziehe entsprechend viele Karten. Und dann bei 3 wieder transformiert und die Spiegelung von Kikijiki. 2/2 auf Zauberungskreatur, Goblin-Schamane für 1 und tappen, Opfer einen Spielstein, der eine Kopie einer anderen nicht-legendären Kreatur deiner Wahl ist, die du kontrollierst, außer dass er Eile hat, Opfer ihn zu Beginn des nächsten Endsegments. Jo. Nochmal eine Foil. Eine coole Insel. Mhm. Und hier ist der Geist-Hook nochmal. Ja. Ist das ein Japan-Geist-Hook? Weißt du? Oder so ein, keine Ahnung, so ein Kamigawa-Geist-Token halt. Also insofern irgendwie sieht ja halt anders aus als sonstige Geister-Token, die wir hatten. Ein Geist, ja. Ja. Ja, du sind sowieso alle super. Ja, also ich habe auch eigentlich so keins, was mir jetzt irgendwie nicht gefällt. Ja. Bis auf das vielleicht. Da ist der Silberpelzmeister in nochmal cooler. Wow! Ja. Ja. Rabauken Bankenknacker. Das ist die Karte mit dem komischen Namen. Aber ich glaube, spielerisch kann die richtig was. Für 2 Mana Fahrzeug 4/4, bemannen 3. Aber der Rabauken Bankenknacker kommt mit 3 Ladungsmarken ins Spiel. Und für 2 Mana tappen, entfernen wir eine Ladungsmarke von ihm, ziehen eine Karte. Falls dann keine Ladungsmarken auf ihm liegen, erzeugen wir einen Schatzspielstein und einen 1/1 farblosen Pilotkreaturenspielstein mit dieser Kreatur bemannt Fahrzeug, als wäre ihre Stärke um 2 größer. Das heißt, eigentlich lässt er dich erstmal für 2 Mana immer eine Karte ziehen. Ja. Ne? Das finde ich gut. Und dann ist er erst die Kreatur. Nachher. Jo. Beziehungsweise du kannst ihn natürlich auch anders bemannen. Ja, erstmal, ne? Ja. Super Frisur. Mhm. Hm. Donnernder Raiju. Für 2 rote und 2 Mana ein Geist 3/3 mit Eile. Immer wenn er angreift, legt eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Dann fügt der Donnernder Raiju jedem Gegner x Schadenspunkte zu, wobei x gleich der Anzahl an modifizierten Kreaturen ist, die du kontrollierst, außer dem Donnernder Raiju. Auren, die du kontrollierst, Ausrüstungen und Marken sind Modifizierungen. Also gerade bei Marken finde ich das richtig böse. Ich finde den auch so, super. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Coole Voll. Mhm. Noch ein Geist-Turm. Hui. Ja, als nächstes kommen bei uns erstmal die Pre-Release-Deck-Duelle. Danach kommen die Commander-Matches. Ne? Ja. Es wird ja ein Modifizieren-Deck geben, ein rot-grünes und ein blau-weißes Fahrzeugedeck. In den Commander-Decks. Ja. Ne? Ja. Welches möchtest du spielen? Ich glaube schon das rot-grüne. Ja. Okay, dann nehme ich das Fahrzeugedeck. Blau ist jetzt auch. Prozession der unbändigen Freude. Rot und X, spontan Zauber. Zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken, kannst du eine beliebige Anzahl an roten Karten aus deiner Hand ins Exil schicken. Der Zauberspruch kostet beim Wirken für jede auf diese Weise ins Exil geschickte Karte 2 weniger. Schicke die obersten X-Karten deiner Bibliothek ins Exil. Bis zum Ende des Zuges, deines nächsten Zuges kannst du davon bis zu 2 Karten spielen. Jo.
Land und Schatz. Ja, ja, und dann werden wir uns wieder günstige Einsteiger-Decks bauen. Also nur aus den gewöhnlichen Karten des Sets. Und wir gehen wieder auf zwei Farben, oder? Also mit Farbbogen, ja, das ja, hat sich ja, ja, ja. Ne, weißt du da schon, deine Farbbogen sind? Blau ist bestimmt noch frei, ne? Weiß-Rot ist wahrscheinlich. Ja, wenn du in einem Samurai-Thema bleiben willst, dann passt das eigentlich ganz gut, ne? Hm? Ja, und dann kommen natürlich dann nachher Samurai, zum Ende dann nochmal die Full-Power-Decks dann nachher. Und da wirst du ja Samurai dann sehr wahrscheinlich auch dann spielen, ne? Ja, mach gut, ja. Rizona, Asari-Kommandeurin wirst du dann sehr wahrscheinlich auch spielen. Weiß-Rot und 1, legendärer Mensch-Samurai, 3-3 Eile. Immer wenn Rizona Asari-Kommandeurin einem Spieler Kampfschaden zufügt und falls keine Unzerstörbarkeit Marke auf sie legt, lege eine Unzerstörbarkeit auf sie. Immer wenn dir Kampfschaden zugefügt wird, entferne eine Unzerstörbarkeit von Rizona. Und Dornwaldfäller. Mhm. Und Samurai-Turm. Mhm. Achso, ja. Nö, ich war nur gerade wieder, es gibt einfach mega viele Richtungen, die man bauen kann. Mhm. Ne? Ja. Das ist schon. Man entdeckt dann ja auch viel Karten. So, hier wieder was für die Ninjas. Schwarz-Rot 1, Satoru Umezawa, 2-4er legendärer Mensch-Ninja. Immer wenn du eine Nietzu-Fähigkeit aktivierst, schau dir die obersten drei Karten deiner Bibliothek an. Nimm einen davon auf deine Hand und leg den Rest in die Belegerreihenfolge unter deine Bibliothek. Diese Fähigkeit wird nochmal pro Zug ausgelöst. Jede Kreaturenkarte auf deiner Hand hat eine Nietzu. Blau, schwarz und zwei. Jo. Kannst du auch richtig gut. Das ist voll. Voll. Und das ist ordentliches Voll. Also im, ja. Im Sammler-Booster hatten wir ja mal gesehen, da war das teilweise hier so ein bisschen perforiert, ne? Mhm. Aber hier nicht. Ja, auch das ist ein richtig cooles Thema. Ne? Einfach eine Ninjutsu. Ohne Fahrzeuge zum Beispiel, meinetwegen oder so. Also es ist mega viele Möglichkeiten. Ja, die Ninjutsu-Karten sind auch zum Teil richtig, richtig gut. Ja, du kannst es ja auch halb spielen, mit Fahrzeugunterstützung oder ohne und so, wie ja. Du willst. Ne? Anruf von der Verzweiflung für 4 Schwarze und 1, Hexerei. Ein Gegner deiner Wahl opfert eine Kreatur. Falls er das nicht kann, verliert er 2 Lebenspunkte und du ziehst eine Karte. Wiederhole dann diesen Vorgang für eine Verzauberung und einen Planeswalker. Jo. Auch neben nur. Und ja. Auch gut. Aber wir müssen mal wieder eine Mythic ziehen. Hab ich mir gerade auch gedacht. Jetzt ist mal wieder ein bisschen Mythic-Zeit. Schon, wir hatten bis jetzt, glaube ich, erst nur Tesseract, ne? Ja, wir legen das nachher nochmal wieder aus. Dort ist noch keine. Weiß nicht. Doch, ich glaube noch nicht. Ich hatte den Baum. Das stimmt, dort ist ein Baum. Mhm. Aber es ist kein Mythic. Richtig. Aber der ist legendär. Also ist den Jutsu Planeswalker ziehen. Mhm. Da ist sie doch. Sie ist okay, predicted. Okay. Kura, der auch Fülle Himmel. Legendärer Drachengeist. Wir haben in jeder Farbe einen Mythic Rare Geist Drachen. Der kostet jetzt hier 2 Grüne und 3 Mana, ist 4-4 fliegend Todesberührung. Wenn Kura der Füllhimmel stirbt, bestimme eines, es passiert immer was, wenn die Drachen dann sterben. Durchsuch deine Bibliothek nach bis zu 3 Länderkarten, zeig sie auf und vor, nimm sie auf deine Hand und mische danach. Oder erzeuge einen XX grünen Geist-Kreaturen-Spielstein, wobei X gleich der Anzahl an Ländern ist, die du kontrollierst. Das finde ich auch ziemlich gut. Ja. Ja. Da haben wir Fälle. Und ein Drachengeist. Hey. Alles sieht sehr cool aus, ja. Mhm. Zack. Ja, einfach spielen. Spielen, lesen, sammeln, Deck bauen. Top. Ja. Ja. Fabel vom Flügelzerbrecher, die hatten wir gerade. In einem anderen Unboxing, genau, hier noch nicht. Sage für ein rotes und 2 Mana, für 1 erzeuge einen 2-2 roten Goblin-Schamanen, der Tunnelspielstand. Doch. Die hatten wir auch hier schon. Das ist nur ein anderes Artwork. Dieses Artwork hat mich nur ein bisschen verwirrt hier. Und ich dachte gerade, war das in einem anderen Unboxing? Nee, unboxen uns hier so mega krass durch, Leute. Die hatte ich vorhin auch schon gezogen. Ja. Ich krieg erst was zu essen, wenn ich alle Artikel durchgeunboxt habe. Die sehen nur so ähnlich aus. Mhm. Also unten nicht ähnlich, unterschiedlich. Ja. Deswegen erkennt man das nicht immer direkt. Man kann auch wieder countern in dem Set. 3 Counterspells sind drin. Ja. Nein. Man kann es auch lassen. Ne?
Discountern ist ja, ganz einfach Spiegelkasten. So, für 3 Mana Artefakt. Die Legendenregel gilt nicht für bleibende Karten, die du kontrollierst. Jede legendäre Kreatur, die du kontrollierst, erhält +1/+1. Jede Nicht-Spielstand-Kreatur, die du kontrollierst, erhält +1/+1. Für jede andere Kreatur, die du kontrollierst und die denselben Namen hat wie jede Kreatur. Schwarz. So, ich habe hier noch, ja, wir sind so ungefähr auf der Hälfte sind wir jetzt. Sind halt auch 36 Booster drin. Ja, ist auch schon, cool. Ja, ist cool. Ist cool. Super Artwork. Eidechsenklingen. Ein rotes und 1. Ausrüstung Eidechse, Artefaktkreatur 1/1, Doppelschlag. Rekonfigurieren 2. Ausrüstete Kreatur, Doppelschlag. Ja, die kommen jetzt wahrscheinlich auch. Simpel, aber strong. Ja, Doppelschlag ist richtig böse. Also, weil wenn schon immer nur ein Samurai angreift, dann kann man ihn auch einfach Doppelschlag geben. Ja, und Doppelschlag ist schon krass. Und die ist ja auch einfach günstig, ne? Also einfach schnell zu spielen. Ja. Muss sie auch sein. Mhm, stimmt. Ist ja auch nochmal krass, wie dann immer die Sachen, die Karten eigentlich immer besser werden, dass du jetzt sagst, ja, auch praktisch alleine stehen, wäre es eine Kreatur, die auch schon Doppelschlag hat. Ja. Und dann angreifen kann. Also ist doch nur 1/1, ist dann nicht, ja, aber der hat Doppelschlag. Ja. Ja. Ja, das heißt, die macht ja schon 2 Punkte Schaden. Samtpfote, Stimme der Kaiserin. Ein weißes und 1. Legendärer Fuchsberater 2/2. Immer wenn eine Aura unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt und falls du sie gewirkt hast, kannst du in der Bibliothek nach einer Aura-Karte mit Mana-Betrag kleiner oder gleich jene Aura mit einem anderen Namen als alle Auren, die du kontrollierst, durchsuchen und sie an Samtpfote, Stimme der Kaiserin angelegt ins Spiel bringen und danach mischen. Alles auf die Samtpfote, dass die immer größer und besser wird. Ja, die ist, glaube ich, richtig gut in meinem Verzauberungsdeck. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das klappt. Ja. Da ist die nächste Mythic. Kodama des Westbaums. Ein grünes und 2 Mana legendärer Geist. 3/3. Reichweite. Modifizierte Kreaturen, die du kontrollierst, verursachen Trampelschaden. Auch wenn du kontrollierst, Ausrüstung und Marken sind Modifizierungen. War das mit den Marken, finde ich, unter Grün richtig krass dann. Ja. So, immer wenn eine modifizierte Kreatur, die du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden zufügt, such deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte, bring sie getappt ins Spiel und mische danach. Das macht dich auf der einen Seite schneller, weil du das Mana hast, das ist ja pro Kreatur. Und es dünnt auch das Deck aus. Ja. Das heißt, wir ziehen dann weniger Länder und mehr Spells. Genau. Oh. Und der ist halt einfach sehr günstig. Ne? Für, sehr einen, für, einen, für 3 Mana 3/3. Ja, mit Reichweite. Ist gut, ja, ist gut. Ist gut. Oh. Richtig gut. Also du kannst halt auch einfach irgendwas mit Marken spielen. Auch noch eine Möglichkeit. Du sagst, nö, ich baue irgendwas mit Marken und so. Ne? Oh. Es gibt auch sehr viele Karten, die dann so eine Möglichkeit geben, wenn du eine Aura hast oder wenn du eine Aura und ein Artefakt hast oder so zum Beispiel. Ne? Mhm. Goro Goro, Schüler von Ryusei. Ein rotes und 1, 2/2er Goblin-Samurai. Rot, Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten Eile bis zum Ende des Zuges. Und für 5 Mana erzeugt ein 5/5 rote Drache, Geistkreaturen, Schüler mit Flugfähigkeit, aktiviert die Fähigkeit, nur falls du eine angreifende, modifizierte Kreatur kontrollierst. Sagen wir es auch wieder. Ne? Ja. Kannst auch mit Rot bauen, Modifizierung. Und einfach da 5/5er Drachen machen. Der ist auch schon böse. Das ist ein Samurai, ja. Nimm dich in Acht. Der ist ein Samurai, ja. Ich sagte, der würde dich fertig machen, ne? Ja. Da kann der andere Samurai angreifen und der schickt mal einen Drachen mit. Ah, nee, dann kann er ja nicht angreifen. Muss ja immer der andere angreifen, der Samurai. Ja. So. Satsuki, gelebtes Wissen. Weiß-grün, legendärer Mensch-Druide 1/3. Tappen, lege auf jede Sage, die du kontrollierst, eine Sagenmarke. Aktiviere die Fähigkeit wie eine Hexerei. Wenn er stirbt, bestimme eines. Bring eine Sage oder Verzauberungskreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, auf die Hand des Besitzers zurück. Bring eine Sagekarte deiner Wahl aus deinem Friedhof deiner Hand zurück. Kannst du auch einfach ein Deck mit Sagen bauen. Die werden ja nachher immer zu Kreaturen. Jetzt in diesem Set auch nochmal spannend, dass du sagen kannst, zuerst hast du da die Sagenfähigkeiten und nachher werden es dann zu Kreaturen. Und du kannst ja auch sagen, ja, will ich denn ihn jetzt über so eine Kreatur zum Beispiel, möchte ich das beschleunigen oder nicht? Ne? Und man kann sich ein Deck auch nochmal mit den Schreinen bauen oder so. Also wirklich richtig ganz anderes Set. Ja. Ist ja cool, dass Magic sowas kann. Ja, dass du dir sagen kannst, ja, definitiv, wir reisen so verschiedene Welten an, dass jede Welt eine andere Spielbarkeit mit sich bringt. Hier enthusiastische Mechanaute finde ich eine absolut super Karte. Rot, blau, 2/2 fliegend. Artefaktzauber, die du wirkst, kosten beim Wirken ein weniger. Auch eine Bombenkarte.
Bisshand-Ninja. Schwarz und 2. Mensch-Ninja 3-3. Ninjutsu schwarz und 2. Bisshand-Ninja kommt mit einer Bedrohlich-Marke ins Spiel. Immer wenn der Bisshand-Ninja einem Spieler Kampfschaden zufügt, kannst du eine Bedrohlich-Marke von ihm entfernen. Wenn du dies tust, zeigt jener Spieler die Karten auf seiner Hand vor und du bestimmst davon eine Nicht-Landkarte. Schicke sie ins Exil. Jo. Und ein Mondtotmacher, ein Foil und ein Land. Vier Booster habe ich noch. Du auch. Ja. Bist ja immer nach mir dran. Oh. Nächste Mystik. Der Kami-Krieg. Ein Mana jeder Farbe und 1. Bei 1 der Sage sagt sie, schicke eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist und die ein Gegner kontrolliert ins Exil. Auf 2, bringe bis zu eine andere bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist, auf die Hand ihres Besitzers zurück. Dann wirft jeder Gegner eine Karte ab. Ist für mich auch eine klassische Multiplayer-Karte. Ja. Und dann Manifestation des Okagachi auf 3. Ist es dann 6-6 Erzauberungskreatur Drachengeist. Hat alle Farben, fliegt und hat Trampelschaden. Ja. Immer wenn die Manifestation das Okagachi angreift, bestimmt der verteidigende Spieler eine Nichtlandkarte in deinem Friedhof, bringe die Karte auf deine Hand zurück. Die Manifestation des Okagachi erhält bis zum Ende des Zuges plus x plus 0, und wobei x gleich dem Mana-Betrag jener Karte ist. Und er hat auch noch Trampelschaden. Wie super Karte fürs Multiplayer. Definitiv, ja. Muss natürlich mehrfarbig unterwegs sein. Ja, du klar. Brauchst erstmal die Mana, ja. Aber wenn du sie hast, dann. Da kommt man ja hin. Also muss ja immer gucken, was für ein Deck man sich dann baut. So, ne? Aber ja. Normalerweise spielst du ja in so einem 100-Karten-Commander-Deck ja sowieso mit genug Mana-Unterstützung oder so. Dann kannst du es ja irgendwie so bauen, dass du entsprechend auch einfach Mana mehrerer Farben erzeugen kannst über irgendwie Artefakt-Mana oder sonst irgendwas und so. Oder, ne? Ja, ja. Und dann klappt das schon. Prozession des überirdischen Lichts. Weiß und X. Spontanzauber. Zusätzliche Kosten, zum Beispiel zu wirken, bla bla bla. Weiße Karte abwerfen, 2 weniger bezahlen, haben wir schon gehabt. Schicke ein Artefakt, eine Kreatur oder eine Verzauberung deiner Wahl mit meiner Betrag X oder weniger ins Exil. Finde ich auch eine richtig gute Karte. Ja, ein super Artwork. Mhm. Ja, man hat ja auch das klassische Duell Magic, wollen wir nicht vergessen. Ne? Auch da. Es werden praktisch wirklich alle Bereiche abgedeckt. Also sowie Multiplayer, sowie auch entsprechend Frickeldecks und auch einfach knallte Duelldecks. Ne? Ja. Das ist wieder so eine Frickeldeck-Karte, finde ich hier. Shigeki Yukai Visionär für ein grünes und 1. Legendäre Verzauberungskreatur Ophis Druide 1-3 für 2 Mana und Tappen. Ihn auf die Hand des Besitzers zurückbringen. Decke die obersten 4 Karten deiner Bibliothek auf. Du kannst davon eine Länderkarte getappt ins Spiel bringen. Leg den Rest auf deinen Friedhof. Macht uns also erstmal den Friedhof voll. Jo. Blutzoll hat er auch. Für 2 grüne und Doppel-X, wirf ihn ab, bringe X nicht legendäre Karten deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Mhm. Ist halt einfach eine Support-Karte, wenn du mit dem Friedhof spielen willst. Ne? Ja. Muss man gucken, für sie allein denkst du, was macht der? Aber das ist halt eine Support-Karte, wenn du zum Beispiel Sachen, du kannst ja auch die Edition mit anderen Magic-Editionen verbinden. Nee. Und wenn du sagst, ich möchte irgendwas mit aus meinem Friedhof wiederholen spielen oder so, wie es dann in anderen Editionen das oder so, wie zum Beispiel Aufstören aus Blutroter Bund. Ja? Du sagst, ja. Ja. Kannst du, keine Ahnung, einfach dann entsprechend, da hast du 2 Ressourcen. Einmal die Karten, die du ganz normal ziehst und dann auf einmal deinen Friedhof und auch noch Sachen rausbeschwören kannst. Ne? Da wird Magic schon komplexer. Abschied. Sehr gut, zwei weiße und 4 Mana. Hexerei, bestimme eines oder mehrere. Schicke alle Artefakte ins Exil, schicke alle Kreaturen ins Exil, schicke alle Verzauberer ins Exil, schicke alle Friedhöfe ins Exil. So ist das Gewässer und ein Konstrukt. Realitätschip. Ja, okay. Eine Karte, die es aber auszuprobieren gilt. Ein blaues und 1, legendäre Artefaktkreatur, Ausrüstung, Qualle, 0-4. Du kannst dir zu jedem Zeitpunkt die oberste Karte in der Bibliothek anschauen. Rekonfigurieren, 3. Solange der Realitätschip an eine Kreatur angelegt ist, kannst du Länder und Zaubersprüche oben von deiner Bibliothek spielen bzw. wirken. Und das macht es dann richtig gut. Ja. Macht dich dann einfach nochmal wieder schneller.
Genau. Und der hat ja auch 0,4. Also ist auch ein guter Blocker. Ja. Wenn ich mir ein Counterdeck bauen würde, würde ich den reinnehmen. Weil der hält halt erstmal den wenn ersten. Du ein der hält halt erstmal. Vielleicht mache ich das auch noch. Ja, ich muss mal gucken. Vielleicht mache ich das einfach in dieser Edition da verstopft war. Also, weil so viele Counterspells drin sind. Ich sag, weißt du was? Musst du nicht. Alles gut, alles ja, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Wir werden jetzt ja ein Full Power Deck bauen. Ne, entsprechend. Mal gucken. Ja, wobei, man kann ja nicht alles bauen. Ich muss mir ja wieder eine Sache aussuchen, vielleicht brauchen wir noch zwei Sachen. So, Prototyp des Antutelands. Da bist du jetzt auf einmal, ach so, Fahrzeug, ja, okay. Weil da bist du wieder bei Blau-Weiß unterwegs, mit der richtig coolen Fahrzeugkarte, ne? So, wir sind weiß. Hier, Alganyo, Sitz des Kaiserreichs. Super, nächstes legendäres Land, ein Tappen für ein weißes Mana. Kommt halt nicht getappt ins Spiel, das macht die Länder nochmal so cool. Und dann Blutzoll für ein weißes und zwei, Alganyo abwerfen. Fügt einer angreifenden oder blockenden Kreatur deiner Wahl 4 Schadenspunkte zu. Die Fähigkeit kostet beim Aktivieren für jede legendäre Kreatur, die kontrollierst, ein weniger. Super Karte. Jo. Oh, cooler Geist-Token, ne? Guck mal. Ja. Ja, für den schon gezogen haben. Ne? Sehr oft. Gleich guck mal, letztes Booster-Päckchen. Ja, nur ein bisschen könnten wir wohl nochmal ziehen. Ne? Mhm. Mechtitankern. Das ist wieder die Karte, wo du denkst, ja, doch irgendwas mit Fahrzeugen bauen. Für zwei Mana, zwei Vierer Fahrzeug will man ein 2. Aber für 5 schick den Mechtitankern und 4 andere Artefaktkreaturen und oder Fahrzeuge, die du kontrollierst, ins Exil. Erzeuge den Mechtitan, einen legendären 10-10 Konstrukt-Artefaktkreaturen-Spielstein mit Flugfähigkeit, Wachsamkeit, Trampelschaden, Lebensverknüpfung und Eile, der alle Farben hat. Wenn der Spielstein das Spiel verlässt, bringen alle Karten, die vom Mechtitankern ins Exil geschickt wurden, außer dem Mechtitankern unter der Kontrolle ins Spiel getappt zurück. Der ist eine Bombe, ist vor allem, weil der auch noch Lebensverknüpfung hat, weißt du? Dann ist dir so ein bisschen egal, dass du angegriffen wirst. Du hast den Mechtitan da liegen. Ja, ja der also, wenn du den hast, ne? Der reizt mich unglaublich, damit irgendwas zu machen. Das wäre dann aber wieder so ein Fahrzeugdeck, wo du sagst, ja komm, da muss ich irgendwas mit Artefaktkreaturen irgendwie machen. Bin dann selber. Also, triggert er dich? Der, ich finde den auch mega nice. Ja. Und fällt mir echt die Tarn zu besitzen. Ja, das ist einfach dann so, bam. Ja. Zumal der ja auch gefühlt alles kann. Ne? Ja, und der hat halt einfach nochmal, das Krasse ist, dass er Lebensverknüpfung hat. Das heißt, wenn du mit ihm angreifen willst oder so, so ja. Und Wachsamkeit. Oder der blockt erstmal, ja, der ist halt richtig krass, der hat ja auch Wachsamkeit noch. Ja. und der fliegt ja auch noch, ne, unter Trampelschaden. Also. Ja. Ich muss was damit bauen, glaube ich. Irgendwie. Tatsunari, der Krötenschreiter. Müssen wir genau durchlesen, die Karte. Mhm. Ein schwarzes und zweimanner legendärer Menschenindianer 3-3. Immer wenn du einen Verzauberungszauber wirkst und falls du keine Kreatur namens Kaimi kontrollierst, erzeuge Kaimi einen legendären 3-3 schwarzen und grünen Froschkreaturen-Spielstein. Da brauchst du den Token dann für, sonst musst du ihn malen zu Hause vorher. Mit immer wenn du einen Verzauberungszauber wirkst, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt, du hältst einen Lebenspunkt dazu. Mhm. Und 3-3 ist ja auch noch, so. Und dann für Hybrid, blau oder grün und 1. Tatsunari, der Krötenreiter und ein Frosch deiner Wahl, den du kontrollierst, können diesen Zug außer von fliegenden Kreaturen und Kreaturen mit Reichweite nicht geblockt werden. So. Mhm. Ja. Ich sag das, weil du hast ja gespoilert, dass du den in deinem Frigius-Pack gezogen hast. Dann weiß ich ja schon mal, was mich da erwartet. Das ist mal eine Promo gewesen. Ja, okay. Ja, mal den Token, ne? Junge, mal den Token. Will ich da nicht wieder sitzen sehen? So, gibt's den Token nicht? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, genau. Weiß ich auch nicht. Ich hab den, glaube ich, bisher noch nicht gesehen. Das ist das letzte Booster. Ach, den habe ich geöffnet. Ja, jetzt ist dein letztes Booster-Päckchen. Oh mein Gott. Kyudai, Seele von Kamigawa. Ein weißes und drei Drachengeist, 3-3, aufblitzen, fliegend. Wenn Kyudai, Seele von Kamigawa, ins Spiel kommt, behält eine andere bleibende Karte deiner Wahl Unzerstörbarkeit, solange du Kyudai kontrollierst. Und dann am Mana jeder Farbe, Kyudai hält +5/+5 bis zum Ende des Zuges. Sehr cooles Anfang. Ja. Okay, dann legen wir doch mal aus, oder? Mach mal den Sumski. Jo. Und dann mache ich mal den Kartenausleger. 36 Karten müssen wir zeigen. So, schub's mal hier ein bisschen weg. Und die obere Ecke ist da. So. Ja, also ist nochmal, wie gesagt, einfach das Display, wenn ihr sagt, ich möchte viele Karten ziehen. Ne? Ist ja auch das günstigere Display im Vergleich zum Set-Booster-Display. Und ihr kriegt die meiste Masse an Karten, ne, indem ihr entsprechend einfach auch halt 15 Karten habt statt 12. Willst du schon wieder dringeln oder was? Du legst die Karten immer dahin, wo meine Karten sind. Alpha hier. Ja, so. Alpha hat gelegt. Achso, darf ich weiterlegen?
Ja, du klaust mir meinen Platz. Wenn ich deine Karten nicht legen will, was ist dann? Du klaust meinen Platz einfach mal. So. Drei Karten so noch dazu legen. So, also insofern, ne, das ist unsere Ausbeute. Da ist cool. Wieder genau in der Mitte hier. Ne? Ja. So. So ist besser, meinst du? Ja, so ist besser. Okay, fein. So. Also, schön war's. Wenn ihr es auch schön fandet, was sollen sie dann machen? Den Kanal abonnieren, das Video liken und kommentieren. Schön, ja, genau. Ich weiß. Ja, wunderbar. Und gerne auch noch in die anderen Videos reingucken, ne, denn wir unboxen uns ja durch alle Artikel, haben aber sonst natürlich auch noch andere coole Videos auf dem Kanal. Wie, welche? Alles Mögliche. Also Deckduelle, eine sehr gute diplomatische Antwort, ja. Ne? Genau. Ja, die besten Magic-Karten ihrer Art, Regelfragen beantworten, wöchentlich Magic-News, ne? Genau. Genau. Alles. Halt einfach. Ja, okay. So. Rund um Thema dann Magic. Dann wünschen wir euch aber, was wünschen wir euch denn? Viel Spaß ja, mit Kamigawa, Neon und Dynasty. Ja, genau. Und Magic the Gathering und bleibt gesund und dann sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Genau. Bis dann. Aber wir machen ja, was machen wir? Hoi!